Moin Moin YouTube! Heute gibt's ein Duell mit einem etwas anderen Deck, nämlich ein Draw Power Synchro Deck. Mal gucken, was der Gegner erstmal spielt. Okay. Das Ziel des Decks ist es, extrem viele Karten durch die Effekte von Abstimmgeschirr und jetzt das andere Darksea Rescue zu ziehen, indem man halt Tuning Wear aufs Feld bekommt und dann halt mit Machine Duplication 2 noch weitere noch aus dem Deck bekommt und dann eine Menge rumsynchronisiert. Der Start ist auch gar nicht mal so schlecht. Da können wir gleich eine Menge damit anfangen. Mal sehen, wie viel er aufs Feld bekommt. Er macht wahrscheinlich gleich seinen Lead Yoki da. Oder wie das Ding heißt, das Zerstörung annulliert und so. Aber wir werden das Monster gleich so oft zerstören können, dass wir ihn einfach umrennen können. So. Beschwören wir Tuning Wear. Aktivieren den Effekt. Oder beziehungsweise wir spezialbeschwören einfach direkt unseren Schnellziehsynchron. Aktivieren Maschinenduplizierung. Schnappen wir uns zwei weitere Tuning Wares. Also hier muss man bei Yu-Gi-Oh! Pro ziemlich schnell alles machen, weil in 3 Minuten in dem Deck kann man so viel machen. So, und wir beschwören einen Gerümpelzerstörer. Jetzt können wir bis zu 3 Karten auf dem Feld zerstören. Und 3 weitere Karten ziehen durch Tuning Wear. Ja. So, wir möchten nur Battling Boxer Lidiok zerstören. Er wird abhängen. Wir ziehen 3 Karten. Okay, so. Aktivieren Reinforcement of the Army. Das Problem ist, wir haben Desynchro leider nicht gezogen. Damit hätten wir dann gleich nochmal ein bisschen herumspielen können. Ich hole mir Doppelkrieger. Schon mal auf die Hand. Spezialbeschwöre gleich unseren BLS aufs Feld. Und dann verbannen wir seinen blöden Battling Boxer. Und die gehen mir hier richtig auf den Keks. So. Und dann machen wir gleich weiter. Greifen ihn noch einmal mit unserem Gerümpelzerstörer an. Und beenden dann unseren Zug. So, setze ich meinen mystischen Raumtaifun. Ich denke nicht. Den ball ich erstmal daran. Wir haben Wiedergeburt. Wir haben auch unseren Grümpel-Synchronisierer und Doppel-Warrior. Da können wir gleich im nächsten Zug schon wieder einiges Lustiges anstellen. Mal sehen, was der Gegner jetzt als Antwort zu bieten hat. Wir haben aus 6 Karten haben wir wieder 6 Karten gemacht. Also, wir sind nicht minus gegangen. Haben unseren Friedhof schon ein bisschen gefüllt. Mal sehen, was er jetzt macht. Jetzt will er noch einen Battle and Box Lead Yoke machen. Ja. Ja, Problem ist, wir haben keine Effektverschleierin oder Max C gezogen. Das ist natürlich sehr von Vorteil. Die unermüdlichen Boxer. Oh yeah. Oha, Wiedergeburt. Will er jetzt Weiler und Dice Sigma machen? Schockmeister wird nichts bringen. Oder Thunderspark Dragon? Gibt's ja auch noch, oder? Also er hat Wiedergeburt benutzt. Also wenn wir gleich Wiedergeburt benutzen, sollte er sich nicht aufregen. Er hat dieselbe Powerkarte benutzt wie wir. Mal gucken, was macht er jetzt? Bin mal gespannt. Gibt ja so einige Rang 4er, die 3 Materialien brauchen. Oh nein, Elemental Dragons auch noch? Fuck, ey. Na gut, BLS können wir gleich wieder rausholen und dann ihn wieder umrennen. Mal sehen, was er machen will. Schockmeister? Bringt auch nichts. Mal gucken. Ich denke mal, Weil und das Sigma macht er. Denke ich mir mal. Oder Haidrache? Ne, er macht wieder sein Lead-Yoke. Für den Meet, was? Ich hab ihn überhaupt nicht verstanden.
Okay, jetzt will er uns abhängen und dann nochmal angreifen. Na gut, dann verbannen wir seinen nächsten Battle in Boxer auch. Also langsam geht mir dieser Battle in Boxer Lidio gehörig auf den Keks. Ich hasse diese Karte. Die kann man nur verbannen, ansonsten kann man nichts mit der anfangen. Oh. Noch ein Dark Sea Rescue, okay. Als erstes muss ich mal überlegen. Wir können das sogenannte The Play machen. Wir können einen Grimpel-Synchronisierer beschwören. Und Doppelkrieger. Da können wir nicht machen. Wir haben ja gar keinen Tuner hier drin. Okay. Das ist kein Problem. Wenn wir jetzt Grimpel-Synchronisierer beschwören, können wir uns ein Tuning-Ware holen. Und ihn beschwören, können wir einen 7er machen. Und kriegen noch zwei Tokens. Ja, ist okay. Beschwören wir Grimpel-Synchronisierer. Sehen wir einen Effekt. Schauen wir uns ein Abstimmgeschirr. Ketten auf die Beschwörung Doppelkriegers-Effekt an. Ah, ein 6er können wir machen. Oh, das ist noch ganz in Ordnung. So. Was machen wir da? Warte mal. Kann ich jetzt BLS Armory Arm OTK machen? Das kann ich. Das machen wir dann. Weil ich's kann, mache ich das. Zieh noch eine Karte. Webfader, wunderbar. Beschwören unseren BLS. Dann hätte ich gar nicht meinen Doppelkrieger gebraucht. Aktivieren Armory Arm, rüsten ihn auf BLS aus. Und machen ihn platt. Das gibt nochmal 4000 Schaden. Ach, er kann für ihn auch abhängen. Okay. Das nützt ja trotzdem nichts, oder? Ach, er kann den Effekt annullieren, oder? Oh. Warte mal. Zu früh gefreut. Nicht wieder mal nicht die ganzen Effekte gelesen. Ah, Battling Boxer Lidio geht mir natürlich jetzt wieder mega auf den Keks, dass der auf dem Feld ist. Wir haben einen mystischen Raumtyphon. Den werde ich gerne noch behalten wollen. Und ich frage mich jetzt, wie er über unseren BLS rüberkommen möchte, wie er den aus dem Feld jagen will. Okay, schauen wir mal. Er hat noch 800 Life Points. Das war natürlich blöd. Ich hätte mal lieber den Effekt lesen sollen von dem einen. Also, der kann der Spezialbeschwörung. Dann hat er hier. Ach so, deswegen. Okay. Will jetzt nochmal einen Idiot machen? Aber das bringt doch nichts, oder? Oder bin ich mir da gerade unsicher? Er macht sich noch einen. Oder hat er ein schwarzes Loch oder so? Nee. Ja, rennt mein Junk Destroyer um. Wie heißt das Ding? Bleijoch. Das ist ein Name. Oder hat er jetzt eine Falle? Ja gut, wir haben noch mystischen Raumteilfuhren. Also so ist das ja nicht. Und wir haben Finsternis und Lichtmanns. Ja, das war's dann. Weil, jetzt greifen wir ihn an und dann war's das. Da brauche ich nicht mal meinen Grimpel-Synchronisierer noch zu benutzen. So, das war's. Ja, man konnte nicht ganz so ein bisschen die Draw-Power-Action hier sehen. Also man konnte im ersten Zug halt sehen, dass wir halt gleich drei Karten ziehen konnten. Leider haben wir unsere Desynchronik gezogen, mit der hätten wir halt extrem viel aus dem Deck ziehen können. Aber nichtsdestotrotz haben wir hier ein ganz gutes Spiel abgeliefert. Wir haben BLS Armory Arm gemacht.
haben ein paar Synchros aufs Feld gebracht und wir haben es geschafft, seine drei Lead-Jokes, die er hier aufs Feld bekommen hat, die im Kampf umzurennen und ihm so viel Schaden einzubringen, dass er dann verloren hat. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.